الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من سلك سبيلهم واقتفى أثرهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. Wir danken und lobpreisen Allah subhanahu wa ta'ala dafür, dass er uns diesen Monat hat erreichen lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Tawfiq geben, diesen Monat im Guten auszunutzen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns unsere Sünden vergeben und uns vor seiner Strafe und vor der Hölle retten und bewahren. Meine lieben Geschwister, nun befinden wir uns seit Stunden in diesem gesegneten Monat, in dem Monat Ramadan. Und Alhamdulillah dafür. Meine lieben Geschwister, ich wollte mich in erster Linie damit erinnern und an euch mit diesem Hadith, der von Abu Huraira überliefert wird, radiyallahu anhu, dabei Ibn Majah und Tirmidhi überliefert wird. Und dieser Hadith ist inshallah sahih. Wenn Ramadan kommt, liebe Geschwister, dann passieren Änderungen. Dann geschieht was auf der Welt. Und so überliefert uns der Sahabi radiyallahu anhu, Abu Huraira, und sagt: إذا كانت أول ليلة من رمضان, wenn die erste Nacht bzw. der erste Abend von Ramadan ist, yani wenn Ramadan eintrifft, der erste Abend von Ramadan, was passiert dann? Dann passiert einiges, meine lieben Geschwister. Als allererstes, suffidat maradatu shayatin. Suffidat al-shayatin. Die Shayatin, die Jinn, ja, die Shayatin und vor allem maradatu al-Jinn, ja, die Großen, die Bosse, die Schlimmen, ja, der Shayatin, werden alle in Ketten gelegt, meine lieben Geschwister. Und die Gelehrten erklären das damit, dass damit der Gläubige, der an Allah subhanahu wa ta'ala glaubt und fastet, damit er nicht schlecht beeinflusst wird durch die Shayatin, ja, durch die Wasawis von den Shayatin und so weiter und so fort. Also die Shayatin und alles, was yani zu Schlechten führt, das, und zum Schlechten vielleicht auch leitet und schlecht beeinflusst, und das sind die Schlimmsten unter ihnen, das sind die Shayatin, die werden in Ketten gelegt, damit der Gläubige sozusagen in Ruhe fasten kann und sein Fasten richtig fasten kann. Ja? So dieses Fasten, das Allah, den Allah subhanahu wa ta'ala verlangt, den Allah subhanahu wa ta'ala will. Ja, so wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam in dem anderen Hadith sagt, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban. Gläubig damit, ja. Glaubt daran, dass es verpflichtend ist für ihn. Imanan wa ihtisaban. Und hoffend und glaubend auch daran, dass er dafür belohnt wird. Das ist das Fasten, was Allah subhanahu wa ta'ala will. Ja, dass du komplett fastest, nicht, dass du nur hungerst und nicht trinkst und den Beischlaf lässt. Ja, dass deine Zunge fastet, dass deine Blicke fasten, dass deine Hände fasten, dass deine Füße fasten, dass dein Körper fastet. Ja, von allem, von was fastet? Von Sünden, dass er davon fern bleibt. Das ist das Fasten, was Allah subhanahu wa ta'ala will. Und deswegen, wenn Ramadan eintritt, passiert das. Die Shayatin werden in Ketten gelegt, werden alle in Ketten gelegt. Und dann kommt was sehr, sehr Schönes, meine lieben Geschwister. وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ. Und alle Tore der Hölle werden geschlossen. Und um das nochmal zu bestätigen, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ. So wird keine einzige Tür aufgelassen, sondern alle Tore werden geschlossen von der Hölle. Im Gegensatz, parallel dazu, وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ. Und alle Tore des Paradieses werden geöffnet. Ja? Als Zeichen dafür, dass man Gutes tut und sich vom Schlechten abhält, um vor der Hölle gerettet zu werden und um, inshallah ta'ala, mit den guten Taten, vor allem mit der Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala und seiner Gnade, ins Paradies zu kommen. Und das ist die Gnade Allah subhanahu wa ta'ala, dass er die Shayatine in Ketten legt und dass er die Tore der Hölle, alle Tore der Hölle schließt und dass er alle Tore des Paradieses öffnet. وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ. Kein einziges Tor wird geschlossen, sondern alle Tore des Paradieses werden aufgemacht und geöffnet. وَنَادَى مُنَادٍ.
und ein Rufer ruft, وَنَادَى مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ. O du, der Gutes will, der Gutes möchte, أَقْبِلْ, trete hervor. Ja? Komm, wetteile, streng dich an. يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ. Und derjenige, der Schlechtes will, ja, der Schlechtes tut, der Schlechtes getan hat, soll kürzer treten, soll damit aufhören, soll damit aufhören, soll das stoppen, soll das Schlechte stoppen und das Gute tun. Und was noch, meine lieben Geschwister? وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَ. In jeder Nacht vor Ramadan rettet Allah subhanahu wa ta'ala. Die Anzahl ist nicht begrenzt, das ist die Gnade Allahs. Rettet Allah subhanahu wa ta'ala seine Diener vor der Hölle. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu ihnen gehören lassen. Das war eine kleine Ermahnung und Erinnerung mit diesem schönen Hadith unseres edlen Propheten sallallahu alaihi wasallam, der uns erklärt hat, was passiert, sobald Ramadan eintritt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle recht leiten, Gutes zu tun, und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle davon fernhalten, Schlechtes zu tun, und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denen gehören lassen, die er vor seiner Hölle in jeder Nacht in Ramadan rettet. هذا وما كان من صواب وتوفيق فمن الله وحده وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.